asking this medit from Shah Nashwan Awais al-Bukhari and from Grand Sheikh Abdullah Faiz al-Sari, Marana Sheikh Muhammad Nadim al-Akani and Sheikh Muhammad al-Rabbani. We are asking from them that they accept our niyat and giving us something, inshallah. And we are saying that tariqatuna sufa wa khayri fi jamia. There is a way. Tariqat is suhbat. And you must be in tariqa. That is important. You cannot do without tariqa. Because tariqa belongs to Islam. And Islam belongs to tariqa. Sharia belongs to tariqa. Tariqa belongs to Sharia. You need. Very need. If you don't have it, it's like, I don't know what, you have only half, if you have half, you have nothing. If you have half, what should be the result? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I drink a little coffee, then it's quicker, inshallah. Not so long waiting, you are waiting, sleeping also. Yes? Wir brauchen Tariqa. Der Tariqa Sohba. Sohba ist Nasiha. In der Sohba bitten wir um Nasiha. Um, dass wir einen guten Ratschlag kriegen. Vom Scheich. Ein Ratschlag, der uns nützt. Der uns nützt. Im Diesseits und im Jenseits. It is Nasiha, and we are in need of Nasiha. The way is Nasiha. And the way is, we are saying Islam, not we are saying, Allah is saying Islam. I give you complete way now, O my servants. Now is the time when Sayyidina Muhammad, he will be coming to this world, and we just had the birthday month, mashallah, it's still shining on us. When he came, he said, now I give you everything what you need from now on until Yawm al-Qiyamah. I perfect the way for you now. No need for anything else. I perfect it. And I like to call it Islam, Adinun Islam. In Allah, Adinun Islam. The way with Allah is Islam. And Islam is in need of tariqa. We are in need. Because we have to connect ourselves. You want to connect with Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam by saying salawat. A lot of salawat. At least 300 times a day, Mawlana Sheikh Mehmet, he was saying. We were with him, with Mawlana Sheikh Mehmet, last week in Berlin, and he is sending salams to everyone. We went with Mawlana Sheikh Mehmet in Berlin, mashallah, und er schickt salams für alle Brüder und Schwestern. Es ist ein Segen, ja, dass er reist zu den Menschen, zu allen Menschen. Nicht nur hier, überall, jetzt geht es nach Fernost, sondern überall hin. Es ist ein Segen. Allah schickt ihn. Allah schickt ihn und er hat ihn uns geschickt. And he was saying that Tariqa is necessary because the Prophet, he was saying, sallallahu alayhi wasallam, who knows himself, knows his Lord. We are here
They are saying, and Prophet is saying, we are here, Allah also saying, subhanahu wa ta'ala, that we are here to know Him. To know Him. That is the reason that we are here. To fulfill the purpose of our life, which is to be a deity, Khalifa. Khalifa from Allah Almighty. Verily, I make human beings, my servants, Khalifa on earth. He say in the Holy Quran. So, that is what we have to do. And it is by knowing ourselves. Who knows himself, knows his Lord. And how you know yourself? You must be with yourself. It's a very simple advice. What the Sheikh is giving us, be with yourself. To know yourself, you have to be with yourself. Not outward, outside, always. Outward thinking, outward doing, outward listening, outward feeling, looking here, looking there, outward, what is happening, what is my brothers doing, my sisters, what is happening, what is politics, news, do you know, news, very dangerous time, this, that, you are busy, 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 busy. You are not with yourself, means. Nur der Ratschlag vom Sheikh ist, dass wir mit uns sein sollen, weil wir sind hier, um Allah subhanahu wa ta'ala seine göttlichen Eigenschaften kennenzulernen und zu wissen, darüber zu lernen und zu wissen und zu sehen und zu fühlen, um den Grund für unser Dasein auf dieser Erde zu erfüllen, nämlich Khalifatullah zu sein. Ein Stellvertreter auf Erden. Du bist nicht hier wegen dir. Wegen dir. Wegen deinem Namen oder wegen deinem Beruf oder wegen deinen Absichten, wegen deinen Wünschen, wegen deinem Vergnügen, wegen deinen Erlebnissen, wegen deiner Spezialität. Du bist so ein Spezieller und wegen dein... Das ist alles nicht der Grund. Du bist erschaffen, um Allah zu kennen, deinen Herrn. Wohl dem, der das erkennt. Möge Allah uns es gewähren, dass wir das erkennen, inshallah. Die Einsicht darüber. Und die Taten folgen lassen, inshallah. Erste Ratschlag von Maulana Sheikh ist, mit sich selbst zu sein. Ja, weil der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, wer sich selbst kennt, kennt seinen Herrn. Um dich selbst kennenzulernen, musst du mit dir selber sein. Wenn du nicht mit dir selber bist, draußen bist, bei den Nachrichten, bei dem, was in der Welt geschieht, bei Ablenkungen, aller Art, weltlicher Art, aller Art, gibt es tausend Ablenkungen und Shaitan fördert es und sagt, musst du interessieren, musst du hinterherlaufen, ohne Ende, dann bist du nicht bei dir. Wenn du nicht bei dir bist, kannst du keine Zufriedenheit erlangen. Sobald du weg von dir bist, draußen bist, stürzen 100.000 Troubles, 100.000 Schwierigkeiten auf dich ein. Probleme ohne Ende. Probleme ohne Ende. Wenn du die suchst draußen, du sagst, ich will die Nachrichten hören, ich will wissen, was passiert denn da, was ist denn los? Und da dich drum kümmerst und da redest und mit dem redest und hier dich verlierst und dadurch, du verlierst dich, sagt man im Deutschen. Buchstäblich. Du verlierst dich und wenn du dich verlierst, bist du in Trouble, bist du in Schwierigkeiten, ohne Ende, weil diese Welt ist Schwierigkeiten. Test.
Es gibt nur Schwierigkeiten. Das wird so klar jetzt in dieser Zeit, sehr klar. Überall sind Schwierigkeiten. Überall ist Dunkelheit. 99% oder noch mehr gehen mit Shaitan und sind irgendwo draußen. Keiner bei sich selbst. Und wir sollen bei uns selbst sein, um uns zu erkennen. Und zu erkennen, wer wir sind. Dann kannst du in Zufriedenheit sein. Egal welche Stufe oder überhaupt die Stufe oder wo du an welcher Stelle du stehst auf dem Weg, sei mit dir. Das ist der Ratschlag von Maulana Sheikh, wenn er immer sagt, kümmert euch nicht darum, seid mit eurem Herzen, egal was passiert, mischt euch nicht ein. Mischt euch nicht ein, glaubt nicht, dass ihr eine Meinung haben müsst. Ihr müsst keine Meinung haben zu irgendeinem Thema. Ihr müsst und ihr wisst, was gut und was schlecht ist. Und ihr sollt in dieser Zeit, kannst du nichts tun, nichts sagen, nichts tun. Und du sollst es im Herzen wissen, was richtig und was falsch ist. Und im Herzen verurteilen das Schlechte. Das ist das geringste Maß an Glauben, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yes, you have to stay with yourself, not go outside and mix with people, mix with happenings, mix with news, or they force you to have an opinion, somebody asks you and involves you in discussion, arguments, what about this, what that, no need. Stay with yourself and be in peace. If you leave yourself, you are in trouble. So many people, they are coming to us or to anyone and they are complaining that they are in trouble. They have endless troubles. All kinds of troubles. Mainly it's the same. Troubles is troubles. It doesn't matter which color or which happening. Troubles is dunya, troubles. This is dunya. Dunya is troubles. It's a test full of troubles, dunya. Test for who? Test for you. If you are mixing with it, or you say, I am patient, I stay out, I'm with me, I look for Allah in my heart, I look for my Shaykh, I look for Prophet, I try to increase love for Prophet sallallahu alaihi wasallam, for my Shaykh, and it will go, this will go. This dunya troubles will go. And there is a reason for it. Maulana Sheikh Mehmet is warning us. He is saying, don't mix with this. Stay with yourself. And look for heart. Look for iman. If you are with Allah, it is no problem. No problem for you. Be with Allah, don't be outside. Because it gives you too many pains, too many troubles, and insecurity, anxiety, bad things, negativity, all kinds of things. And it is a test for you, you must be patient. You see these things, you are patient. And no need to have opinion. You cannot say anything also now to these bad things, and you cannot act because they don't let you act. They don't let you say even something. So you can know in your heart what is good and what is bad, and you judge with your heart what is bad. You know what is bad, and you stay with the good. Stay with good ones, stay with believers, and be far away from unbelievers as much as you can. Far away from badness, far away from bad people, as far as you can. Stay at home. Literally stay at home. It means also, wherever you are, stay within your heart. That is one of the rules on Naqshbandi, Shah Naqshband's ordering. These 11 orders or 8 orders, rules,
He was saying that Khilwat, there is no Khilwat now in this time. Khilwat in your heart. You are alone, you are in solitude in your heart, among people. That is one of the points. That you are in seclusion within your heart, among people. We are among people, there is a test. That is our test. We are among the people. But you must stay with your heart, in your heart, with Allah. Always with Allah. Qul Allah wastaqimu. Prophet was saying, don't listen there, don't listen there. Don't argue, don't discuss. Say Allah and continue. Ja, das ist, was der Prophet gesagt hat. Hat sie ihn gesagt, und sagen wir das und das und das. Sag Allah und geh deinen Weg. Allah, mach Zikru Allah und geh deinen Weg. Allah. Allah ist der Name, sein Name. Und sein Name ist überall. Alles ist abhängig von seinem Namen. Jedes Atom, jedes Ding dieser Schöpfung, die gesamte Schöpfung mit all seinen Details ist abhängig von Allah, von seinem Namen, Allah. Und das einzige Unabhängige, was es überhaupt gibt, ist er selber, Allah. Der Name Allah ist unabhängig. Aber alles hängt von diesem Namen ab. Sag Allah und geh deinen Weg. Das ist der Rat von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Rat von Sheikh Mehmet, bei uns zu bleiben, nicht sich zu kümmern um die Streitigkeiten. Es ist ohne Ende, es war immer so. Die schlechten Eigenschaften der Menschen führen sie zu diesen schrecklichen Taten. Als da sind Stolz, Gier, Neid hauptsächlich. Und dann gibt es noch 80.000 weitere Untertitel von schlechten Eigenschaften. Ja, die führen den Menschen dahin, wo er jetzt hingeführt wird, wenn er nicht die Heilung und die Rettung bei Allah sucht. Ja. If he is not looking, human being, for the salvation of Allah Almighty, he is lost. He loses this life and the next life, both. Next life is more terrible to lose it than this life. May Allah fill us with love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is the main thing. If you are with yourself, you may be with your Sheikh. And if you are with your Sheikh, you are with Prophet. And you may increase in your love. Increase love for your Sheikh. Make the intention to increase love for your Sheikh. He will send. He will send it. He sent it and then he gives to Prophet sallallahu alaihi wasallam. And make salawat as much, because he is listening, sallallahu alayhi wa sallam. If you say, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallam, he listens. It is said, no? We know it. They promised it. He said himself, and Allah saying, he listens. To you thinking, he listens when you say, as-salatu wa salam, ya Rasulullah, salamu alaykum, ya Rasulullah. He listens. And he answers you. As-salam, ya Ibrahim. Ya Hussein, ya. Salam, alaikum salam. He say. And if you don't feel, it is not a problem. Comes the time, you will feel it. You must give. You have to trust. You must trust, and you give it, and you do it. If you feel or not, you see or not, you might have to stick to the path. Stick to the rules, stick to the advice. Ja, deswegen sagt Salawatu Sharifa, ja, der Prophet hört euch, sallallahu alaihi wasallam, hat
er selber gesagt, und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sagt dein Sheikh, er hört dich. Du sagst Salam alaikum, ya Rasulullah, er sagt alaikum salam. Ja, Hassan, ja, Hussein, ja, Ibrahim, ja, welchen Namen, ja, alaikum salam. Und wenn du viel gibst und mehr gibst und du willst mehr, dann gibt er dir mehr. Und wenn du dann Liebe fühlst, dann gibt er dir Liebe. Er ist immer dein Spiegel. Und du musst es auch nicht fühlen unbedingt, du musst es machen. Wir müssen es machen. Wir müssen 300 Mal am Tag sagen, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin salim. Und dankbar sein, nicht sich beklagen. Bevor du zum Scheich gehst, zum Privatgespräch, ja, das heißt, du beklagst dich, was eigentlich schon mal grundsätzlich nicht erlaubt ist in Tariqat, beim Scheich sich zu beklagen. Du sollst nur mit guten Nachrichten kommen zum Propheten und zum Scheich. Ja, dann beklagst du dich. Sag lieber, danke für das, was ich habe. Und bevor du zu ihm gehst, rezitiere 40 Fatihas. Ja, als Experiment. Ja, sag mal. Bevor ich jetzt diese Klage äußere, mache ich mal 40, sage ich 40 Fatihas und mal gucken, ob dann noch was übrig bleibt davon, von meiner Klage. Wenn was übrig bleibt, bitte, geh hin zum Scheich und sag es ihm. Wenn nicht, sag Alhamdulillah. Hat sich erledigt. Yes, if you go to the Sheikh for complaining, say before you go 40 times Fatiha. This was advice from Maulana Sheikh Nasim, Qadrasa Salwariya. Yes, 40 times you say Fatiha, then you think if you go to the Sheikh for complaining or not. Because it's not the rule to complain. The rule is, and the advice is to go to the Sheikh, to the Prophet with good news. Not to put burden on him. But to, if you want to help your sheikh, you help the tariqah, you help brothers and sisters, you go with good news. Keep it for you, the negativity. What do you want with this? It's going. Shaitan is trying to do something with you. Keep it for you. He's going. It's going. No need to say or to act according to Shaitan. No, if you have bad thinking, doesn't matter, Sheikh Mehmet was saying. It doesn't matter, leave it. Don't say and don't do it. Then Allah forgives you and no problem. Ja, wenn ihr schlechte Gedanken habt, Shaitan-Gedanken, negative Gedanken, behaltet die für euch. Die kommen und die gehen. Du bist nicht verantwortlich. Du musst nicht am Tage des Gerichts über deine Gedanken Rechenschaft legen. Du sollst sie nicht äußern, möglichst nicht äußern eben und nicht danach handeln, was Satan dir vorschlägt oder was in deine Gedanken kommt. Möglichst nicht. Ja, wenn du das tust und du bittest Allah um Verzeihung, dann ist alles okay. Du wirst nicht am Tag des Gerichts gefragt nach deinen Gedanken. Wieso hast du das gedacht? Wieso ist es? Nein. Allah verzeiht dir. Und deswegen seid positiv, ja, oder äußert euch positiv. Deswegen sagt man, wenn man sagt, wie geht es dir, sagst du Alhamdulillah. Was ist die Weisheit dabei? Das ist eine Regel. Wie geht es dir heute? Alhamdulillah. Meistens ist es immer so, wie geht es dir? Alhamdulillah. Immerhin kommt Alhamdulillah raus. Das ist schon mal ein Segen. Dann beten die Engel für dich, dass es besser wird. Ja, das ist eine Weisheit, positiv zu bleiben, ja? Optimistisch zu bleiben. Nicht den Bruder und die Schwester runterzuziehen, nur weil wir irgendwie einen schlechten Gedanken haben oder eine schlechte Phase. Nee, es vergeht. Es vergeht alles. Möge Allah uns schützen, inshallah. Das ist ein wunderbarer Weg. Wir sind auf dem besten Weg, den es gibt. Das ist der beste Weg, der schönste Weg. Und Allah hat uns geradewegs zum König der
zum König des Königswegs geführt. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Was für ein Glück, hat nicht jeder. Sheikh Nazim zu kennen, Sheikh Mehmet zu kennen, hat nicht jeder. Den Retter zu begegnen, direkt, körperlich. Und as Maulana Rumi is saying, we are very happy to meet the Salvator, no, Savior, the Savior, to meet him. This is a big fortune for us. Great, the greatest fortune. You are on the highest, most beautiful king's way, and you meet the king himself from that way. What a gift. What a gift. MashaAllah. You must be thankful always. Yeah, to meet him, to be, as Rumi was saying, behold, O tired heart, ja, wenn du müde bist von der Dunya, gestresst und so, ein bisschen so Traurigkeit, so. Behold, O tired heart, du bist müde von der Dunya, die Dunya macht müde. Behold, O tired heart, the relief has come, the relief, ja, die Erleichterung ist ja gekommen. Veränder mal Usri Yusran, änder mal Usri, die Erleichterung ist gekommen. Sweetly take a breath. Atme einfach, ja. Lass dich reinfallen ins Zikr, Zikrullah, in deinen Scheich, in die Liebe von seinem Scheich, die Liebe von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For the Great One has come. Ja, warum? Ja, weil der Große ist gekommen. For the Great One has come. The Lover. He is a lover. He takes care of the lover's needs. He came. That is why you have relief. In the form of a human being to this world he has come. To this world, not only to you, to you and to the whole world he came. The Savior in the form of a human being. That means Sayyidina Muhammad and it means Sheikh Mehmet. No, today he came. Yes. Ja, das ist das Gedicht von Rumi. Ja, die Erleichterung ist gekommen. O müdes Herz, halte ein. Erleichterung ist gekommen. Ja, kommt immer die Erleichterung. Nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Nimm einen süßen Atemzug. Lass dich hineinfallen ins Sickel. In die Liebe zu deinem Scheich, Liebe zum Propheten, Liebe zu Allah, Liebe zu Brüdern und Schwestern. Lass dich hier reinfallen in die göttliche Liebe. Sei mit dir selber. For the Great One has come. Weil der Große, Großartige ist gekommen. Ja, der Liebende, der sich um den Geliebten kümmert, zärtlich und genau und intensiv um dich selber kümmert. So als wenn nur du da wärst. Der kümmert sich so um dich, als wenn es nichts anderes gäbe, außer nur du. Kann er das machen? Ja, kann er. Kann. Ja, so. In the form of a human being, er ist gekommen, in der Gestalt eines Menschen ist er gekommen, dieser Retter. Um dich zu retten, um die Welt zu retten. Ja. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die nach ihm kommen. Das ist unser Scheich heute. Mögen wir unser Herzen mehr aufgehen, jeden Tag mehr, inshallah, und diesen Weg schätzen und uns dafür bedanken. Inshallah, wa min Allahu tawfiq bi Hurmatil Fatiha.